Also Markus Rieder, Kantonspolizei Wallis, Mediensprecher. Wir haben heute eine Beratung gemacht für Einbruchsicherheit. Warum braucht es diese Beratungen? Es ist ja so, das ist ein Service, den die Kantonspolizei diesen Leuten anbieten. Nachdem was ein Polizist vor Ort war und einen Einbruchdiebstahl hat aufgenommen hat, gibt er dann geschädigt die Möglichkeit, mit uns direkt Kontakt aufzunehmen, sei es über Mail, sei es über Telefon. Wir gehen dann nachher vor Ort, machen die Sicherheitsberatung, wie er das heute Morgen hier gemacht hat, geben Sicherheitstipps. Und das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Erstens, weil wir einfach mal so, dass sich die Leute besser sichern. Und zweitens ist natürlich auch so, dass man nachher eine Art psychologischen Beistand dort leistet im gleichen Moment. Was sind jetzt so die gröbsten Bedenken, die die Leute haben, aber nach dem Einbruch nachher? Also nach dem Einbruch ist es häufig so, dass die Leute die Idee haben, dass man sie vorgängig hat beobachtet. Das kommt immer wieder vor, aber das ist nicht der Fall. Zweitens ist auch vielleicht auch noch, dass die Leute die Idee haben, voilà, die kommen wieder vorbei. Das heisst, die sind schon mal hier gewesen, die kommen wieder. Und das kann man euch sagen, das passiert also euch nicht. Und das Dritte ist natürlich auch so, dass man die nachher dort beraten, in dem Sinn, dass man euch sagt, hört, die den Punkt verbessern. Und nachher natürlich auch, wie ich vorher gesagt habe, den psychologischen Beistand dort leisten. Das heisst, die Leute werden gerne wieder einmal das erzählen, wie das Abgang ist, was sie für Gefühle haben. Und das ist natürlich so in der Beratung sehr wichtig. Was habt ihr das Gefühl, im Vorfeld sind die Leute zu wenig informiert, quasi, was man jetzt eben alles kann machen kann, dass man Sicherheit ein bisschen mehr kann gewährleisten kann? Das kann man so nicht sagen. Heute, wenn man so die Beratungen dort machen, sieht man viel, dass die Bewegungsmelder haben mit der Lampe. Aber in der Regel sind die Bewegungsmelder zu tief und die Lampe zu schwach. Das ist einfach mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist auch immer, wenn die Leute sagen, voilà, ich habe eine 3-Punkt-Verriegelung an der Bord. Aber eine 3-Punkt-Verriegelung hat eigentlich mit Sicherheit nichts zu tun. Das ist lediglich dafür da, dass sich das Türblatt nicht dort verziehe. Und nachher tun wir die Leute aber nachher beraten, dass man sagt, man sollte zum Beispiel eine Mehrpunkt-Verriegelung drin tun, die auf allen Seiten dort versperren. Und natürlich auch zusätzlich sagt man euch, nehmt Bewegungsmelder mit Skiwerfer und die relativ hoch befestigen. Und das hilft natürlich auch schon sehr viel. Was umfasst jetzt das gesamte Beratungsangebot von der Kantonspolizei Wallis? Also wird die Beratung anbieten, sei es jetzt einmal für Einfamilienhäuser, für Wohnungen, das heisst also grundsätzlich für Familien, wird die auch Beratungen machen für Firmen in Bezug auf Sicherheit, wird die natürlich auch Beratungen machen für Banken, weil wir ab und zu in ein Sicherheitskonzept mit einbezogen werden. Also das heisst, alles was mit Sicherheit zu tun hat, also sind wir auch dabei. Auf einen Fall bezogen, aber heute Morgen gekommen. Was haben wir da gesehen? Was haben Sie richtig gemacht? Oder was haben wir im Vorhinein schon richtig gemacht? Was sind vielleicht der Mängel gewesen, was jetzt in diesem Objekt gegeben hat? Also die Leute haben relativ viel wichtig gemacht, also richtig gemacht. Aber man muss natürlich auch sagen, zum Teil haben wir es aber nicht zu Ende gedacht. Zum Beispiel eben mit dem Bewegungsmelder, mit dem Licht, das man den Brecher geschreckt hat. Und nachher natürlich ist das auch so, dazu mal die Porte, wenn man die reingetan hat, haben die natürlich noch nicht den Sicherheitsstandard gehabt, wie heute. Und das ist von dem her, haben sie eigentlich gut das gemacht, haben sie so gut gemeint, aber man hat gesehen, wie einfach eigentlich die Leute nachher in das Haus einbrechen können. Was gibt es jetzt so für Ansätze? Wie kann man die Leute am besten beruhigen? Was kann man denen sagen, dass sie nicht müssen Angst haben, wenn sie jetzt unserem Haus gehen? Also es gibt ein paar grundsätzliche Sachen. Erstens auf einmal müssen wir irgendwie immer probieren zu vermitteln, Anwesenheit. Das heisst, man weiss ja zwar, dass 80 Einbruchdiebstahl 80% der tagsüber passieren. Das heisst, vom 8:30 Uhr bis 11 Uhr und nachher im Nachmittag vom 2:30 bis am Nachmittag zu 5 Uhr. Also wird dir dann ein Lied sagen, die Anwesenheit signalisieren, der tagsüber natürlich der Radio zum Beispiel anläufen und im Winter, wenn es natürlich früher dort eindäucheln, irgendwo im Haus einer Wohnung eine Lampe brennen und auch das Radio. Und wenn man über längere Zeit abwesend ist, schauen, dass man vielleicht vor dem Haus könnte ein Auto von 3 Personen sogar noch parkieren, weil ein Auto vor dem Haus zeigt eigentlich auch immer, dass jemand wahrscheinlich daheim ist. Mir hat man vorhin gesagt, ihr habt rund 150 Beratungen auf das Jahr anfallend. Wie tun die Leute das nachher umsetzen? Wie viel von dem, was ihr ihnen mitgebt, tun sie nachher auch tatsächlich in Tat und Wahrheit umsetzen?
Das ist schwierig. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel müssen die Leute investieren. Weil wir natürlich plötzlich Beratungen haben, wo wir sagen, ihr müsst die Eingangsbord müssen wechseln, ist relativ schwach. Die Fenster sind schwach oder die Rollläden genügen zum Standard nicht. Wir sagen, oder die hat in dem Fall eine Alarmanlage drin. Also es ist natürlich nachher schwierig, voilà. Das umzusetzen, ist mir natürlich auch klar für die Leute, aber im Prozentual kann ich das also nicht ausdrücken, weil wir gehen ja nicht kontrollieren, ob man etwas umgesetzt hat oder nicht. Das ist natürlich, jede Beratung ist das freigestellt und auch hier muss man sagen, die Beratungen sind also kostenlos.